Und damit nach langer, langer Zeit wieder mal ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher. Ja, ich habe die letzte Aufnahme, ich glaube, irgendwann Anfang Juni gemacht. Jetzt kann ich mich nur grob erinnern, dass wir... Dieser Obelisk scheint uralt zu sein. Leider kann ich diese Runen nicht lesen. Ja. Dass wir hier hinten das eine oder andere Vieh haben. Und ich würde gerne mal wissen, was das ist. Wie war denn jetzt das nochmal mit dem... Ach, hier, mit dem hier, ne? Genau. Dann wollen wir hier mal hin. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie das... mit diesem Zauberzeug war. Aber das kriegen wir raus. Das kriegen wir alles raus. Erstmal werden wir hier noch den Sumpf befreien. Was? Die explodieren dann noch? Ist ja ekelhaft. So. Boah, ekelhaft. So. Das haben wir. Da. Nee. Super. So. Gab's hier nicht noch irgendwie einen Tastencode zu irgendwie? Ja. Aha. Ach so. Siehste. Geht doch. Oder auch nicht. Hallo? Wie geht denn das mit? Gibt's hier eine Tastenkürzel? Tabulator? Guck mal. Ich versuche gerade die Tastenkürzel rauszufinden. Aha. Geht doch. Na, einwand tutti. Und was muss ich jetzt hier 4 drücken? Aha. Na, das kriege ich vielleicht auch noch hin. So, was haben denn die Leute hier für mich ruhig gelassen? Was ich... gut, das nehme ich hier auch noch mit. Das können wir bestimmt alles gebrauchen. Für irgendwas. Irgendwann. So, wie wäre es denn mit einer Karte? Wir müssen... Hier ist ein Schrein. Und wir müssen zum Großväterchens Haus, würde ich jetzt meinen. Gucken wir noch mal ins Tagebuch. Ich sollte nach Beringer fragen. Ja, okay. Algulen? Hm. Sammelquests. 10 Zungen Ertrunkene. Wundeteig. Es sind so Sammelquests. Ich muss herausfinden, wo man damit festgehalten wird. Ich sollte mit Kalevale quatschen. Ich muss 10 Wolfshäute für Jean-Pierre beschaffen. Wölfe auch noch. Ich muss Vincent den Beweismittel finden. Go. Ich dachte, ich habe das schon gemacht. Na gut, nachdem ich aus dem Kloak heraus bin, muss ich zu Yishro gehen, um meine Sachen zu holen. Aha, okay. Ich dachte, das eigentlich alles schon gemacht haben. Hm. Ich kenne jetzt die Grundlagen des Pokerspiels. Ah ja. Hm. Faustkampf. Gärtner Majoran. Mhm. Was muss ich mit dem quatschen? Na gut. Ich stelle ein Visum Ermittlungen an die. Ja, okay. Okay, also es ist bis jetzt nur Sammeln und Quatschen. 2 Bücher, auch noch Sammelquests. Ich werde Fall weiter bearbeiten, wenn ich ihn weiter finde. Ja. Quatschen. Ich muss Eingang zur Kloake finden, das habe ich schon gemacht. Zeugen befragen. Ich habe gegen Carmen gewonnen, jetzt suche ich noch Würfeln. Okay. Solange ich noch Anfänger bin, werde ich nicht gegen Profis spielen. Aha. Ja, also ich habe jetzt hier erst einmal nur Sammelquests und Quatschquests und sowas. Dann werde ich doch einfach mal hier hinten hin. Das ist diese Richtung. Ach, ich kann ja nicht springen, ne? Das ging ja hier in dem Spiel nicht. Dann werde ich doch einfach mal zu Großväterchens Haus dümpeln. Und nebenbei vielleicht noch das eine oder andere Vieh hier stecken. Ja,
schon wieder irgendwelche Fische. Na, habe ich jetzt keine Lust zu. Ich gehe einfach weiter. Ich muss jetzt hier nicht jedes Vieh klatschen. Oh, ich sehe hier... Ach, Ertrunkene. Und hier... naja. Könnten wir mal machen, wenn wir Langeweile haben. Aber ich denke, es werden nicht die einzigen Ertrunkenen sein, die uns mit der Zeit begegnen werden. Ach, ich bin immer versucht, die Leertaste zu benutzen, um hier irgendwie rumzuspringen. Aber das funktioniert ja hier bei dem ersten Teil noch nicht. Ach, guck mal, einen Toten. Hallo? Ach, guck mal, nee, das nicht. Wir brauchen ja die Fackel. Wir haben hier keine automatische Fackel. Inselhütte. Neue Region betreten. Super. Und schon sind die Fische weg. 5 Meter gelaufen, schon sind sie weg. Können wir das sammeln? Ja. Komm, alle Kräuter mitnehmen, die wir mitnehmen können. Hier müsste Großfederchens Häuschen sein. Der hat schon mal ordentlich Holz gestapelt. Super. Gut. Ja, was denn? Wo ist er denn? Hm? Hallo? Na. Das war jetzt nicht so mein... Na, nun komm. Ach, hinter mir war auch noch einer? Nee. Können wir das jetzt wegstecken? Jo. Ganz schnell mal den Ertrunkenen hier looten. Hören aufsammeln für die Quest. Das ist auch nicht unwichtig. Und rein hier. In die einsame Hütte. Ein Bücherschrank. Können wir hier gleich wieder looten? Können wir hier gleich wieder alles mitnehmen? Was haben wir hier? Gains of Aua. Mystisches Lehrbuch. Das nehme ich mit. Und vielleicht kann ich es ja noch lesen. Lesen, lesen, ah hier. Rechte Maustaste. 10 weltliche Elemente, 10 Meilensteine, alles entsprang diesen 10. Sucher, öffne die Augen, blicke zurück in deine Vergangenheit und du wirst fündig werden. Der, der deine Fahrt kennt, verfügt über Weisheit und ist gewillt, dich daran teilhaben zu lassen, so er denn darum gebeten wird. Ja. Wer das lesen möchte, kann das gerne tun. Das ist mir zu viel. Dieses fügt in Tagebuch einen Ortseintrag hinzu. Na, wie geil ist das denn? Ein Ortseintrag. Orte? Sümpfe. Ja. Okay. Auf der anderen Seite des Sees, nahe der Vision, liegt ein großes Marschland. Ja, das werden wir vielleicht in Witcher Teil 2 und 3 auch nochmal vielleicht finden. Mal gucken. Was haben wir hier? Saufzeugs. Ach, guck mal, hier haben wir den alten. Aber erstmal werden wir ihn ja beklauen. Der darf hier ruhig hungern. Wir haben es nötig. Neue Quest. Kannibale. Ich muss Kannibalen suchen. Das ist mein Haus. Ja. Stammen dieser Schädel und das Hirn auf dem Tisch von Menschen? Ja. Und das Fleisch? Das auch. Teller und ein Becher. Kein Grund, sich zu ereifern. Hört euch meine Gründe an. Ich weiß nicht, was für Gründe ein Kannibale haben könnte. Ihr seht blass aus. Möchtet ihr etwas essen? Nee. Magiertum. Warum esst ihr Menschenfleisch? Warum esst ihr Menschenfleisch? Das würde ich gern wissen. Ich mag es halt. Es erhöht die Lebensenergie und schmeckt nach Hühnchen. Ein Pfund Menschenfleisch entspricht... Verschont mich. Ihr habt doch gefragt. Ich halte mich aber an gewisse Regeln. Ich esse niemals Kinder. Wirklich lobenswert. Den Sarkasmus könnt ihr euch sparen. Manchmal vertilge ich einen Druiden oder Ziegelbrenner. Elfenfleisch schätze ich ganz besonders. Es ist sehr aromatisch und auf natürliche Art mit einem Hauch von Gewürzen und Wurzeln versetzt. Aha. Und was ist mit Zwergenfleisch? Was ist mit Zwergenfleisch? Sehnig und zäh. Ehrlich gesagt habe ich das nur einmal gekostet und bin nicht sicher, ob es wirklich Zwergenfleisch war. Zu meiner Schande musste ich mit einem Ertrunkenen darum kämpfen. Das blutige Stück, das ich mir holte, wies kaum Erkennungsmerkmale auf.
Genug. Wie ihr wollt. Ich sage nichts mehr. Ihr verdient es nicht Was? Zu leben. Habe ich keine... Wasser. Ihr könnt mich jederzeit töten, aber lebendig bin ich nützlicher. Ich kenne diesen Sumpf bestens. Ich könnte euch sicher helfen. Jo. Ich glaube euch nicht. Ihr flieht doch, sobald ich weggehe. Ich glaube euch nicht. Hm? Ihr flieht doch, sobald ich weggehe. Genau. Ich bin zu alt, um wieder wegzulaufen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ihr seid hergekommen, um eine wichtige Mission zu erfüllen. Sie zu beenden muss doch wichtiger sein als ein altes Ungeheuer. Ich weiß Antworten auf viele Fragen. Na, dann rücken wir raus mit der Sprache. Warum immer hier sterben, immer alle töten? Nee. Der gehört in den Knast und in eine Psychiatrie, aber gleich alle umbringen. Also gut, ihr bleibt am Leben. Vorerst. Danke. Als Geste des guten Willens gebe ich euch das Rezept für einen Trank. Jo. Diese Information könnte nützlich sein. Richtig. So, jetzt, ich war noch nicht fertig. Quest abgeschlossen. Kannibale, es hat sich herausgestellt, dass großartig in Kalorien ist. Ist schwer. Ja, gut. Sieht blass aus. Ja, Erzählt mir von dem Magierturm. Genau. Warum interessiert ihr euch? Ich will ins Innere. Ein ehrgeiziges Ziel und Ehrgeiz ist das halbe Leben. Ich bin zu müde, das alles zu erklären. Aber ich mag euch, Junge. Irgendwo hatte ich ein Buch darüber. Vielleicht lasse ich es euch mal lesen. Danke, Großväterchen. Ich bin ehrlich gespannt, ob ihr das schafft. Was war das? Nichts. Wenn mich meine Sinne nicht täuschen, dann kommt Sturm auf, Junge. Sehr viel Sinn ergibt das alles nicht. Mehr weiß ich nicht. Das ist alles so lange her. Ich bin alt, ich erinnere mich nicht. Wisst ihr noch, wie es war, als der Magier noch lebte? Ihr seid stark, erstrahlt in Ruhm. Ihr habt Siege gekannt und die Liebe. Ihr seid geerdet, habt Prinzipien. Seid ihr auch ein Mutant, so sind eure Seele und euer Geist doch untadelig. Eure Weisheit und eure Kenntnis werden jetzt auf die Probe gestellt. Ja. Ihr habt nicht alle Tassen im Schrank, Großväterchen. Schleimer. Was ein Schleimer. So, komm. Ich war noch nicht fertig. Ihr... Ja. Ja, komm. Haben wir vielleicht einen Punkt? Weiß ich jetzt gar nicht. Müssen wir da noch was investieren? Komm, erstmal bis zum nächsten Morgen. Da können wir hier mal gucken. Nein, wir haben keine Punkte. Wir haben keine Talentpunkte. Aufstrebender Hexer. Eure aktuelle Stufe 11. Ihr habt 76.606 Erfahrungspunkte. Ihr braucht 78.000, um zur nächsten Stufe aufzusteigen. Das, hoffe ich, werden wir demnächst auch schaffen. Na los. So. Was ein Wunder, dass der alte Sack uns hier nicht beim Rumsitzen gelünscht hat. Aber wenn er uns mag. Aber gut, wer ist er, der, dass er uns hier überraschen kann? Wir sind hier Geralt, ne? Wir sind hier der oberste, krasse Hexe. Speichern. Einmal ein Tutti. Und dann geht er weiter. So, mein Junge. Ich probier's mal aus. Hier mit. Geht das? Nee. Wenn ich jetzt Q drücke. Hallo? Hallo? Oder E? E hab ich. Okay. Wenn ich jetzt 4 drücke, geht das? Ah, so war das. Gut, dann haben wir das Wichtigste schon mal wieder raus. So, können wir da hoch? Das würde mich mal interessieren. Da. Ich versuche immer mit der Leertaste zu springen, aber das geht nicht. Ja, da können wir doch nicht hin. Hier haben wir noch viel zu viele vorgegebene Wege. Das ist ja mit dem zweiten Teil von Witcher schon wieder ganz anders. Das, jetzt können wir nicht mal durch so einen Strauch durchlaufen. Und hier können wir nicht hinein. Okay, dann schaue ich mir mal die Karte an. Hier ist das Häuschen von dem jungen Mann. Hier unten haben wir ein Lagerfeuer. Was haben wir hier? Tongruben. Vaskas Hütte, Obelisk, Jesat Obelisk, guck mal, hier hinten können wir auch noch lang watscheln. Aber erstmal möchte ich nicht hier hineingucken, nein, ich wollte jetzt hier ins Tagebuch.
Ja, nach Piringa. Mhm. Welche ist denn nun diese Hauptquest hier? Ich guck mal bei Charakteren, bei dem Großfederchen hier. Vielleicht bringt uns das uns nicht weiter. Geistliche. Ne, nix. Wir haben doch jetzt eine neue Formel. Oder? Nix. Ich dachte, wir haben eine neue bekommen. Ja gut. Dann halt nicht. Glossar. War da was Neues? Nö. Tutorials brauchen wir nicht. Ungeheuer. Haben wir hier wenigstens was Neues? Nee. Auch nicht. Orte. Da waren wir ja mit den Sümpfen hier weiter. Die Sümpfe sind die Heimat der Ziegelbrenner und ihren Lebensunterhalt. Blablablub. Ja gut, dann werde ich mich erstmal hier begeben und mal gucken, was wir da finden. Oder auch einfach mal geradeaus laufen. Dort waren wir auch noch nicht. Glaube ich, denke ich. Hier geht's aber nicht weiter. Oh. Geht's da weiter? Boah, tief. Was haben wir hier? Unbekanntes Kraut kann ich nicht zupfen. Na, hau ihn doch mal hier. Hallo. Hau doch mal. Du sollst sie hauen? Ja, schön. Eine Zunge. Okay. Hier ist noch eine Zunge. Okay. Da hinten ist noch irgendwie sowas. Ich glaube, wir müssen in irgendeiner Quest sämtliche Obelisken. Na, komm. Ach, guck mal, da sind ja wieder. Na, komm, hau zu. Was ich sagen wollte. Ja, ist jetzt auch explodiert. Super. In irgendeiner Quest müssen wir, glaube ich, sämtliche Obelisken mit irgendeinem, Quest aktualisiert. Und zwar Ertrunkener, siehst du, haben wir doch alles jetzt. Müssen wir sämtliche Obelisken mit irgendwelchen Kerzen hier versehen, glaube ich. Denke ich, vermutlich. So war das. Ich bin mir nicht so sicher. Werden wir ja sehen. So, wo sind wir denn jetzt? Ach, guck mal, was haben wir hier? Magiertruhe. Da können wir doch gleich mal hin. Ach so, hier ist nur diese Quest-Aktualisierung hier, ne? Ich muss Siegfried gehen, um meine Belohnung zu erhalten. Ja, okay, dann werden wir das vielleicht irgendwann mal machen. So, das ist echt doof, dass wir hier... Halt! Du sollst dir das Schwert nehmen. Hau doch mal! Wird das langsamer. Ja. So. So, ich will dich looten. Komm her. Okay. Rechts. Da ist ja schon der Turm. Da werde ich doch gleich mal reinschauen und gucken, wen wir hier finden. Hallo? Abgeschlossen. Na toller Boost, dann müssen wir jetzt hier irgendwie einen Schlüssel finden oder was? Oder können wir jetzt hier... Nee. Können wir nicht. Gut, dann gucken wir uns hier einfach mal um. Eine unbekannte Pflanze. Ein unbekanntes Kraut. Das können wir noch nicht mitnehmen. Und wir können hier auch nichts irgendwie interagieren, kaputt machen. Nichts finden. Haben wir hier irgendwas zum Finden? Nee. Nee, wir haben hier nichts, was wir machen können. Okay, dann hauen wir wieder ab. Und schauen erstmal.
gucken, wo wollen wir denn hin? Hier hinten hin, da oben hin. Ja, okay, dann nach oben und dann links. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Hier links, hier war das, ne? Gucken wir auf die Karte. Ja, da gibt es wieder irgendwas Neues. Vielleicht auch Interessantes. Ach, guck mal. Sind wir jetzt hier wieder auf neue Region. Sieht so aus, als wäre dieser Turm von selbst eingestürzt. Der Sumpf ist ein Bauplatz für Gebäude. Ja, da hast du wohl recht. So, jetzt müssen wir gleich wieder aus dem Weg gehen. Weil er sonst explodiert. So, hau ab, Geralt. Genau. So, ja. Von selbst eingestürzt. Wie er das alles so schön erkennen kann, weiß ich auch nicht. Aber hier im Sumpf ist es nun mal nicht so einfach, Häuser zu bauen, denke ich. So. Okay. Hier ist ein Obelisk. Und da geht's, glaube ich, auch nicht weiter. Ich guck mir das Ganze hier mal an. Vielleicht finden wir auch was Tolles. Eine neue Rüstung wäre schön. Neue Region, Lager auf der Insel. Was haben wir hier oben? Lager der Anderlinge. Aha. Und können wir hier pennen? Hier könnten wir pennen, okay. Ach, Elfen sind hier. Hallöchen. Ihr stinkt, Mensch. Ich bin hier fest. Ich bin Hexer, du Arsch. Können wir auch wieder Feuerchen machen? Aha, schön. Gibt es hier wenigstens irgendwas Nützliches? Informationen vielleicht? Irgendwas, was uns weiterbringt? Besonders gut basteln können sie nicht, so wie das aussieht. Können wir hier hoch? Nee. Können wir nicht. Hier können wir auch nicht hoch. Was leuchtet denn da immer blau auf? Ist das das Ding? Ja. Ja. Die Leiter können wir nicht hoch. Können wir überhaupt irgendwas machen? Nee, ne? Was haben wir hier? Lagerfeuer, Lagerfeuer, Lagerfeuer. Toll, schön. Aber machen können wir hier nichts. Da unten geht's vielleicht noch lang. Dann wollen wir doch da mal lang latschen. Hier geht's nicht lang. Gucken wir doch mal hier irgendwie an den Rändern des Lagers, ob wir hier nicht doch noch irgendwo lang können. Aber nee, das ist wohl die Begrenzung der Spielfläche. Ach, schöne bunte Blumen hier mitten im Sumpf. Schön. Unbekanntes Kraut. Aha. Alles in grün und braun gehalten, bis auf die Kräuter, die wir nicht sammeln können, weil wir sie nicht kennen. Warum auch immer man sie dann nicht aufheben kann. Ja. Ich weiß nicht. So, hier geht das lang. Nein, hier geht das nicht lang. Hier geht das auch nicht lang. Da können wir auch nicht hoch. Hier? Nee, nee, können wir nicht. Ja, gut. Dann müssen wir den Weg nutzen, auf den wir hergekommen sind. So, Dilly. Und links, etwas weiter links möchte ich lang. Dort können wir aber nicht lang, weil wir auf dem Weg bleiben müssen. Ach, wollen wir den auch noch kaputt machen? Hier. Das ist hier. Na. Ich hab doch auf die Taste gedrückt. Warum greifst du nicht an? Und jetzt platzt er. Aha, so. Und jetzt habe ich wieder irgendeine Quest hier erfüllt oder was. Gefüllt, erfüllt. Wie auch immer. Na los, komm. Geraltchen. Wollen wir mal weiter stampfen? Nein.
Ja, diese Folge, in dieser Folge ist jetzt nicht so viel passiert, ne? Jo, haben wir bisher einfach nur irgendwas entdeckt. Wir waren sogar beim Magierturm. Aber ich will jetzt hier unten hin. Ich muss nach links. Und dann... Gucken, ich möchte erstmal die ganze Karte hier aufdecken. Und hier laufen wir ins Leere. Das ist nicht so schön. Ach, nach rechts. Hier lang. Da lang. Ich will hier weiter. Hallo? Warum geht's hier nicht weiter? Ich will hier einfach... Hallo? Hallo? Ich leck mich doch am Finger. Ey, echt mal. So. Wo geht's jetzt hier lang? Das ist doch echt anstrengend. Hier nach links und dann da unten weiter, oder was? Hier ist ja überall dicht, ne? Hier kommen wir nicht weiter. Hier ist überall zu. Hier kommen wir nicht weiter. Ne, hier geht's nicht weiter. Geht's hier lang? Ne, ist das? Tränenauge. Oh, nimm ich doch mit. Nimm ich alles mit. So. Da ist überall dicht. Da können wir nicht weiter. Ich bin ja von hier gekommen damals. Damals. Wisst ihr noch? Als ich hierher kam. Oh, guck mal, was haben wir hier? Schöllkraut. Hier im Sumpf. Okay. Bin ich von hier gekommen? Oder von hier? Oder von hier? Von irgendwo muss ich ja gekommen sein. Nee, da geht's auch nicht hin. Also, das ist jetzt ehrlich mal. Nee, da wollte ich ja nicht lang. Da wollte ich auch nicht lang. Ich will ja hier hin. Da wollte ich eigentlich hin. Hier, guck. Hier geht's doch lang. Genau. Genau. Und dann nach rechts. Ja, komm. Interessiert mich jetzt nicht. Hier ist dieser alte Sack. Der Kannibale. Genau, und da geht's nach Süden. Rick-Deck. Hoffentlich finde ich jetzt hier nicht irgendwelche komischen Fischer, Pflanzenfischer hier. Die sind immer echt scheiße. So, genau, hier geht's lang. Und ich möchte jetzt da nach unten um und in hier vielleicht auch noch. Vielleicht entdecken wir da noch schöne Sachen. Kann man da lang? Einfach so. Mal rechts und dann durch den Sumpf. Da sind wieder irgendwelche Ertrunkenen. Die sind jetzt nicht so wichtig. Da laufen wir einfach weiter, ne? So, einfach so weiterlaufen. Genau. Einfach so weiterlaufen und dann passiert hier nichts. Wenn mich nicht irgendein Pixel aufhält, dann hält mich hier nichts auf. Da nenne ich doch mal Freiheit. Einfach mal so durch den Sumpf laufen können, ja. Ohne dass mich hier irgendwer anscheißt. Oh, Nieswurz. Eine Nieswurz. Die nehme ich doch gerne mit. Hier ist wieder ein Ort der Macht. Was möchtet ihr tun? Reisen wir erstmal in Kalksteins Laboratorium. Ganz einfach, damit ich die Quest bei Kalkstein abgeben kann, damit wir wieder Erfahrungspunkte haben. Dann können wir schlafen, dann können wir uns wieder skillen und dann sind wir wieder noch ein Stück geiler und dann war das schon der Folge. Kalksteins Haus. Komm. Na los. Da sind wir. Wo ist hier der Kalkstein? Kalkstein? Kleiderschrank? Kalkstein? Kleiderschrank? Hundeteig. Nehme ich mit. Fass. Okay. Okay. Kann ich hier noch was mitnehmen? Holztruhe. Nehme ich alles mit. So könnte ich jetzt theoretisch auch wieder zurück. Sag mal, bin ich jetzt hier umsonst? Och nö. Ich hoffte, jetzt auch wieder zurückreisen zu können. Einfach so, weil, warum nicht?
Da ist Kalkstein. Komm, gehen wir mal eine Quest ab. Oh. Was den Turm anbetrifft. Ja? Wo finde ich Informationen über den Turm? Bücher sind die zuverlässigen. Noch etwas? Schenkt den Sumpfbewohnern Grund. Ja. Das werde ich tun. Ja. Oh, tut mir leid. Ich bin weg. Habt ihr etwas cool, Mark? Noch nicht. Säumt nicht. Hä? Ach, muss ich woanders den Scheiß abgeben, oder was? Ey, hallo. Oh. Wie komme ich? Nehmt das Westtor. Und was da? Ihr findet dort... Fährt die Fähre? Ja. Danke. Oh, tut... Zeig mal eure Waren. Kann ich irgendeinen Scheiß verkaufen jetzt? Was habe ich hier? Substanzen? Über Mittagserscheinungen? Ornithosauren? 500 Tacken. Ist aber teuer. Nekrophagen. Nee, brauche ich nicht. Was haben wir hier? Beste Fangsang. Kann ich hier irgendwas verkaufen? Ich weiß, ich traue mich jetzt erstmal nicht, irgendwas zu verkaufen, weil ich ja nicht weiß, ob ich hier, ob ich das brauche für irgendwelche Tränke oder was. So, ich penne jetzt erstmal. Und dann laufen wir ganz schnell in den Feierabend. Und wir haben ja Talente zu verteilen. Yeah. Ah, und Igni, können wir, nee, können wir nicht. Wir brauchen Silbertalente. Da brauche ich nur Silbertalente. Und bei Art entwaffnen. Das geht noch nicht, weil wir das, den Scheiß noch nicht gelernt haben. Hier, starker Stahl, Gruppenstahl, Gruppenstahl. Präzision. Ja. Ja. Das nehmen wir doch einfach mal, weil wir das halt sehr häufig benutzen. Und dann pennen wir mal. Ja, und damit wären wir schon am Ende der 20. Folge von The Witcher. Und ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.